Heute bin ich raus. 12 Jahre habe ich hier gearbeitet, bei einem sehr großen Telekommunikations- und Netzwerkunternehmen in München, in der Personalabteilung als Personalbetreuer. Wenn man bedenkt, ich habe hier ein Viertel meines Lebens verbracht. 12 Jahre ist eine super lange Zeit. Die Arbeit hat super viel Spaß gemacht, aber jetzt will ich mich neuen Herausforderungen stellen, vielleicht meiner allergrößten Herausforderung in meinem Leben. Und jetzt habe ich endlich die Zeit dazu, mich wirklich hauptberuflich, selbstständig, ja, in dem Filmbereich zu etablieren und auch meinen YouTube-Kanal voranzupushen. Ich habe super viele Ideen, die ich umsetzen kann, und jetzt habe ich auch die Zeit dazu, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hauptberuflich im Bürojob seid und dann in der Nacht noch YouTube-Videos produzieren, während der Urlaubszeit noch ja, Imagefilme für Unternehmen erstellen, war nicht ganz so einfach, diesen Spagat zu machen. Jetzt ist es soweit, ich packe zusammen. Begleite mich gerne auf meinem weiteren Weg und unterstütze mich weiterhin mit Abos und Likes in meinen Videos. Das war's bei der BT. Auf zur neuen Herausforderung. Ja, heute Morgen vor dem Büro war ich noch in München am Marienplatz und habe diesen menschenleeren Ort abgefilmt. Oh, ich muss mal den Monitor ablegen. Ich kann euch sagen, das war echt eine gespenstische Stimmung. Den Clip zeige ich euch noch. Und danach werde ich mir was zu essen machen, weil ein Abschied macht hungrig, und die Natur draußen ein bisschen genießen. Mein erster Tag als freier Mann. Nichts gescheit zu essen da. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal einen Döner. Ein paar schöne Blümchen mit
und dann gibt es auch was zu essen. Und wann habt ihr eurer Frau das letzte Mal Blue mitgebracht? Also bei mir ist es mal ultra lang her. Aber ich denke, sie wird sich heute freuen. Dankeschön. So Leute, den Döner habe ich mir jetzt verdient. Mein Announcement ist draußen und ich freue mich auf weitere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich jetzt Servus, euer Sigi vom Ammersee. Cool. Und immer schön kreativ bleiben, Freunde. Also so ein Döner ist ab und zu mal was Feines, aber danach ist einem immer schlecht. Also mir zumindest. Ich habe jetzt mal wieder genug für einen Monat.